Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal in Harpers Ferry stehen geblieben, nachdem wir im Waffenarsenal der Freien Staaten gewesen sind und uns hier auch in Harpers Ferry noch um die Ghoulholer gekümmert haben. Ja, und wir sollen ja jetzt eigentlich Sam Blackwell suchen, beziehungsweise seinen Terminal, seinen Bunker. Und ja, haben ja auch von der Stählernen Bruderschaft die gleiche Aufgabe, also das wäre jetzt in die Hauptquest rein. Aber bevor wir damit weitermachen, würde ich mich ja trotzdem gerne in der Nähe weiter umsehen. Und hier gibt es zwei Quests rein oder zwei Quests in der Nähe. Die erste soll es hier in der Nähe geben. Und zwar beim Southern Bell Motel. Da werden wir gleich mal hinreisen und uns die mal abholen. So, vier Kronkorken und hin da. So, da sind wir auch schon am Southern Bell Motel. Hier sind auch offensichtlich ein paar Verbrannte. Okay, wir uns erstmal ganz kurz um die. Okay, Verbrannte, Mehrzahl trifft es gerade gar nicht. Ist nur einer. Ja, scheint nur einer gewesen zu sein. Sehr schön. Ja, hab auch schon ein bisschen hier für Vollsort. Hab mich nochmal ein bisschen um die Ausrüstung gekümmert. Ja. Und Munition nochmal hergestellt. So, dann hier. Über den Stiel. Und hier soll irgendwo eine Nachricht liegen. Genau, da vorne ist er auch schon. Der Kryptidenjäger Januar. Lesen wir den mal. Der Kryptidenjäger. Januar 2075. Seien Sie gegrüßt, Kryptidenjäger. Wahrheitssuchender und Erforscher des Paranormalen. Diesen Monat befassen wir uns mit einer ganz besonderen, legendären Bestie. Dem Sheepsquash. Kein Grund zum Kichern, liebe Leser. Im Laufe der Jahre haben wir eine Vielzahl von Hinweisen und überzeugenden Berichten der Bewohner Appalachias sammeln können. Ganz genau, unser pelziger Freund scheint sich vorzugsweise auf den sanften Hügeln und nebelbedeckten Bergspitzen Appalachias aufzuhalten. Leser aus allen Landesteilen werden sich daran erinnern, dass Appalachia bereits den Ruf besitzt, Heimat mehrerer Kryptiden zu sein, unter denen der Sheepsquash nun als besonderes Exemplar heraussticht. Augenzeugen berichten von einer riesigen, 6 Meter großen Monstrosität mit gewundenen Hörnern und kräftigen Zähnen. Manche behaupten sogar, der Sheepsquash könnte problemlos Stahl durchbeißen. Es gibt außerdem Gerüchte, dass sein Fell alles andere als schneeweiß ist. Forscher gehen davon aus, dass er rasiermesserscharfe Wolle besitzt. Also wird es wohl nichts mit dem Sheepsquash Wohlfühlpulli. Am im wahrsten Sinne des Wortes anrüchigsten ist das, was man sich über seine Ausscheidungen erzählt. Sagen wir es so, der Sheepsquash ist nahe am Wasser gebaut. Es wird behauptet, dass sein Urin so ätzend sei, dass Haut, die damit in Kontakt kommt, tagelang brennt. Außerdem gibt es den Fall eines Jägers, den ein einziger Tropfen davon hat erblinden lassen. Hoppla! Natürlich vertuschen offizielle Stellen in Appalachia den Sheepsquash seit Jahren. Wir glauben, dass sie vielleicht sogar mit dem Mottenmann zusammenarbeiten, um Ärzte zu hypnotisieren, die Patienten behandeln, die dem Sheepsquash Urin ausgesetzt waren. Mehr dazu in unserer März-Ausgabe. Haben Sie eine Jagd auf den Sheepsquash geplant? Dann schreiben Sie uns und teilen Sie uns Ihre Funde mit. Und wie immer heißt es, passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie unvoreingenommen und suchen Sie nach der Wahrheit. Julia H. Park. Absoluter Quatsch. Wenn ihr die Wahrheit über die Sheepsquash erfahren wollt, kommt zu mir. Scott Connery, Southern Bell Motel, geht nach Süden und haltet nach der Hütte mit dem Katzenausschau. Aha. Quest begonnen. Ein unbestimmtes Gefühl. Scott Connery behauptet, dass er über den Sheepsquash zu wissen. Finde Scotts Hütte. Gut. Machen wir mal weiter. So. Mal schauen, wo müssen wir denn da hin? So, meines Wissens nach müsste das eigentlich dort sein. Gut, werden wir erstmal dahin. Toxic Larry's Meet and Go. So, wenn das nicht ist, naja, dann wird es hoffentlich die Schnellreise auch das Problem mit dem Questmarker korrigieren. So, 8 Kronkorken und dann dahin. So, sind wir hier erstmal angekommen und haben ein paar Snulligas, ne? Guck mal, warte schnell mal rum. Kranker leuchtender Snulligaster. Mal die erstmal hier wegmachen, kurz. Lange nicht gehabt. Die Biester hier. So. So, Simpack hat auch ordentlich eingepackt, kann das also nicht passieren. So.
Sehr schön. So, wir hätten auch gleich mal ein bisschen mehr von der Granate abkriegen können. Na gut. So. So, erinnert mich noch, wie wir vor dem Insnalligas da mal in Charleston weggelaufen sind. Stira hat dafür gleich drei Leute auf einmal. Jut. Erledigt. Snalligas Salia. Rohes Leder. Sehr schön, überschüssige Säure. Wo ist der dritte? Der dritte ist den Hügel runter. Wird so landet. Extra in der Ofen. Atomare Abfall. Snalligas Salia. Rohes Best. Überschüssige Säure. So. Jetzt bin ich gespannt. Hier wird King Questmark angezeigt. Aha. Aber hier soll es einen weiteren Hinweis geben. Auf jeden Fall. So, hier mal rin. Soll noch ein Rezept, was wir nicht kennen? Nee. Marbus Rattenhack kennen wir schon. Mentats kennen wir auch schon. Das also nehmen wir gerne mit. So, hier ist ein Holoband und jetzt sollen wir uns wohl anhören. Neues Fleisch. Hören wir uns das mal an. Ich rieche neues Fleisch. Warmes Blut. Starke Muskeln. Ein alter Gestank von etwas, das sich hier versteckt. Meine Beute frisst. Aber das ist jetzt vorbei. Ich kann die Kreatur riechen. Und heute Nacht ist sie in der Nähe. Irgendwelche dummen Kinder haben unten ein Lagerfeuer gemacht. Aber sie werden mir die Jagd nicht verderben. Dafür sorge ich. Oder, kleine Bestie. Dann kannst du vorbeikommen und ich koste von dir. Da haben wir auch mal Toxic Larry gehört. Dem die Hütte hier gehört hat. Der klang ein bisschen wahnsinnig. Naja, okay, das macht garantiert ein bisschen den Kopf wirr, wenn man hier draußen sich befindet. Ja, und vor allem so ein Geschäft betreibt. So, schauen wir mal auf die Karte, ob es hier irgendwelche Hinweise gibt. Erst einmal nicht. Gut. So, gut. Wir sollen jetzt einen Lagerplatz untersuchen. Gut, machen wir mal das übliche Quests ein- und ausblenden. So, ein unbestimmtes Gefühl ist kurz Hütte. Erstmal dort weg. So. Und sonstige. Gucken wir mal da. Wo ist es? Untersuche den Zeltplatz. Einmal raus und wieder an. So sieht. So, hat sich jetzt hier was verändert. Sieht erstmal nicht so aus auf den ersten Blick. Ne. Also, auf Karte anzeigen, wird wieder nicht. Ich liebe diesen Bug. Das macht echt keinen Spaß. Gut, versuchen wir es nochmal mit einer Stellreise. Zeltplatz. Was haben wir denn für Zeltplätze? Da unten ist ein kleiner Zeltplatz. Gucken wir uns den mal kurz an. Ich habe ihn dabei beim ersten Mal ja nicht gesehen. Gut, Schrotpatronen. Bald finden wir ja hier was. Cindys Tagebuch. Quest-Symbol dran. Hervor. Gut, lesen wir das. Steht nichts drauf. Das ist aber ungünstig, dass da nur Stoff steht. Kronkorken schicker Haarbürste. Das sieht aber richtig aus. Untersuche den Zeltplatz, heißt das hier. Kronkorken Haarbürste. Finden wir noch was anderes an Hinweisen. Hier ist nochmal eine Nachricht. Der Kryptidenjäger vom Oktober. Aha. Der Kryptidenjäger, Oktober 2077. Wir läuten eine neue Jahreszeit für die Kryptidenjagd ein. Ob Regen oder Sonnenschein, unsere aufmerksamen Leser berichten immer wieder von neuen Sichtungen und Erkenntnissen. Wir freuen uns in dieser Sonderausgabe unseres monatlichen Newsletters einige Einsendungen zu Veröffentlichungen, die uns besonders ins Auge gesprungen sind. Oder an den Mottenmann von Petra Canova Country. Rote Augen wie funkelnde Rubine, wie ein schwellender Moskitostich. Ich sah sie dort in meinem Haus, wie sie hereinkam, aber das weiß nur die Sehnsucht. Woher kam der Nebel der Fäule von Young, Greenbier County? Wir haben dem Geruch des Flatboats-Monsters nicht genug Beachtung geschenkt. Die meisten halten ihn für das Nebenprodukt der Bruchlandung durch 5 Atmosphärensichtungen. Aber ich vermute doch, das Monster hatte sein Exoskelett für derartige Belastung vorbereitet. Könnte sein Geruch nicht von illegalen Aktivitäten einer nahegelegenen Farm stammen? Oder hatte das Monster aufgrund der strapaziösen Reise schwefelhaltige Blähungen?
Bekenntnisse einer Schafsjagd von Michael, Jefferson County. Mich hat ein richtiges, hübsches Mädchen aus meiner Klasse zum Zelten eingeladen und ehrlich gesagt habe ich nur zugesagt, weil ich in der Nähe von Berkeley Springs ein Sea-Squatch gesichtet wurde und ich ihn aufspüren wollte. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Ich hoffe nicht. Ich mag Cindy, aber sie ist nun mal kein Sea-Squatch. Wir verstehen dich, Michael. Wir verstehen dich gut. Julia H. Park. So, das hat scheinbar noch nicht genügt, falls es das hier ist. Aber jetzt haben wir da drüben ein Quest-Symbol, das ist super. Da haben wir noch ein Holodeck. Date Night. Hören wir uns das mal an. Wow. Eine wirklich tolle Nacht, oder? Die Sterne sind wunderschön. Ganz anders als zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, hier zu sein. Viele Sachen, die es in den Vororten nicht gibt, wie große Bäume. Hast du das gehört? Was? Nein, hör auf, mir Angst zu machen. Du bist blöd, Michael. Es ist ziemlich kalt geworden und ich hab nur dieses leichte Sommerkleid an. Warum trägst du denn sowas Dünnes zu einem Campingausflug? Vollpfosten. Tja, also ich... Michael, ich hatte gehofft, du würdest... Da ist die Bestie! Das gibt's nicht. Das war bestimmt der Sheepsquatch. Was? Michael, warte. Bist du verrückt? Du weißt nicht, wer in dieser komischen Hütte wohnt. Michael, warte! Okay, aber wir haben keinen Hinweis gekriegt auf die Quest. Das finde ich ja sehr seltsam. Da muss meine Quelle wohl falsche Informationen haben. Okay. Gut, jetzt brauchen wir noch die andere Quest. Sehen, ob die ein bisschen mehr Informationen abgibt. Leider ist auch die wieder nicht zu sehen. Katzenhütte im Süden, das ist natürlich interessant. Wir waren am Sazam Bell Motel. Wenn wir dahin nochmal zurückgehen, vielleicht löst sich das Problem ja auch auf. So. Und da sind wir auch wieder am Sazam Bell Motel zurück. Und jetzt wird auch scheinbar der Questmarker angezeigt. Sehr schön. Also tatsächlich wirklich scheinbar genau nur nach Süden. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ist nur ein ganz kurzes Stück die Straße runter. Oder wirklich hier ein ganz kurzes Stück bloß. Tja, mal wo wir einfach bloß nach Süden gehen müssen. Gut, wir können natürlich auch erstmal die Supermutanten machen. Bitte, wenn die unbedingt mit uns sich anlegen wollen, können sie haben. Gut, gut, gut. Mal weg von dem Auto, der geht gleich hoch, denke ich mal. So. Na, so. Ah, das mal hier mit dem 556er. Den Lust mal mit euch hier so lange rumzuspielen. Kannst du halt auch mal um die Level-Ups kümmern. Revier antwortet nicht. So. Reparaturanfrage fehlgeschlagen. So, und jetzt einfach umfallen, Herr Warlord. Ja, Uk. X-Uk hier. Umfallen. So, erledigt. 556er Patronen, sehr schön. Den Sturm hier werden sich jetzt erstmal vorsorglich hier. So, Fusionszellen nehme ich trotzdem mit. So, jetzt können wir Richtung Süden. So. Schauen wir mal, wie weit das jetzt ist. Auf der Karte sah das ja nicht so schlimm aus. Steht hier. Oh Gott, der Lano Grange. Wird denn wohl hier irgendwie sein? Da oben scheint er zu sein. Müssen wir auf jeden Fall hier den Berg ein Stückchen hoch. Das ist natürlich gut. Dass hier auch gleich der Ufjang ist. Oder ist das der Weg hier? Scheint nur ein kurzes Stück durch den Wald zu sein. Hervorragend. Super. Ja, da drüben ist es. Hervorragend. Gut, kleine Hütte hier. Alles ruhig, sehr schön. So. Hier noch Schlosshammer, Schraubenschlüssel, okay, das Übliche.
So, da haben wir noch eine Nachricht, einen Schraubenzieher. Lesen wir erstmal den Brief. Hallo L. Danke, dass du auf meine kleinen Fellknäuel aufpasst. Hier sind einige Tipps, wie du mit jedem einzelnen von ihnen fertig wirst. Ich weiß übrigens nicht, wann ich zurück sein werde. Daher habe ich auf meinem Terminal eine Liste mit Geschenkideen für die Geburtstage hinterlassen. Heb den Bon auf, dann bekommst du das Geld von mir zurück. Viel Glück und danke schon mal. Grüß R von mir. Curly, er ist der Kurzer. Er mag es, wenn man ihm sein Essen unter den Schreibtisch stellt. Diego und Dolly, die zwei sind unzertrennlich. Ich empfehle Handschuhe. Elma, sie ist Polydaktyl, also müssen ihre Krallen regelmäßig geschnitten werden. Pebbles, sie ist ein braves Kätzchen. Du musst dir allerdings die Zähne putzen. Marie, der Schlüssel zu meinem Herzen, meine beste Freundin. Die einzige, der ich auf dieser Welt vertraue. Sie schläft gerne auf dem Terminal. Ruby, ich hoffe, er hat dich daran erinnert, lange Hosen anzuziehen. Strider, fett, aber schleicht sich gerne an. Der Tierarzt hat ihn auf Diät gesetzt. Snuggles, ihr Name ist ironisch gemeint. Im Ernst, versucht bloß nicht mit ihr zu kuscheln. Leider muss man Snuggles auch die Zähne putzen. Also, es tut mir so leid. Cleo, ich habe dir eine Bürste hingelegt, falls du Zeit hast. Mitchell und Spencer, ich kann die zwei ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Geschickte Kletterer, pass auf deinen Kopf auf. Danke nochmal, Scott. Okay, da war wohl jemand ein sehr großer Katzenfreund. Gut, dann denke ich, muss mal hier ans Terminal. Schauen wir mal. Persönliche Dokumente. Ideen für Geburtstagsgeschenke. Ah, davon hatten wir ja gerade schon gelesen. Oha. Cleo, 6. Juni. Braucht ein neues Zuhause. Curly, 12. Dezember. Kleine Katzensöckchen. Diego, 11. März. Eine neue Decke. Dorothy, 17. August. Eine andere Decke als Diego. Elmer, 2. April. Noch keine Idee. 17. November. Marie. Etwas ganz Besonderes. Vielleicht ein Anhänger in Form eines Schlüssels. Mitchell, 2. April oder 29. Juli. Spielzeug mit Glöckchen. Pebbles, 10. Juni. Importierter Dosenthunfisch. Ruby, 24. Oktober. Neue Fellbürste. Spencer, 2. April oder 29. Juli. Auch ein Spielzeug? Strider, 3. Januar. Eine Glocke. Und noch etwas von denen, Diätfutter. Da ist der Scott Connery. Ah ja, steht Scott Connery. Der ist der Katzenverrückte hier. Liebhaber. Wahrheitssuchender, 10.12.76. System, hiermit beginnt das Treffen der Wahrheitssucher am 10. August 2076. Dieses Treffen wird zum Zweck der Archivierung automatisch aufgezeichnet. System, anwesend, Scott Connery, Ray Gary, Shelby O'Hook. Ray, okay, zuerst möchte ich unser neuestes angehendes Mitglied begrüßen, Shelby O'Hook. Hi, ich danke für die Einladung. Shelby arbeitet gerade an der These ihrer Masterarbeit für die Voltec-Uni. Oh, na wunderbar. Ich konzentriere mich besonders auf das Studium von Kryptidien. Studium? Puh, schon klar. Noch so eine gebildete Type, ganz klar. Scott, sei doch nicht so. Warum nicht? Ist sie nicht auch bloß so eine Akademiker wie unser alter Freund Kelvin? Scott, bitte. Wie lange wird es dauern, bis sie auch abhaut? Bis wir Hinterwälder ihr zu... Scott, das reicht jetzt langsam. Vergiss es, Ray. Ich mach das nicht nochmal mit. Mach's gut, Shelby. Unverständliche Geräusche. Fehler. Zu leise. Aufzeichnung nicht möglich. Also, Shelby, das hat mir ziemlich zu denken gegeben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Klar, ich verstehe. Treffen beendet. System. Aufzeichnung beendet. Scott, ich habe Laura gebeten, die Aufzeichnung auf dein Terminal zu laden. Wenn sie deine Katzen füttern geht, bitte lies dir das durch. Und denk mal über dein Benehmen nach. Ich kann Shelby nach dem Debakel nicht mehr in die Augen sehen. Sie hätte uns eine große Hilfe sein können. Ray. Shelby Rook, von der wir auch die tägliche Quest bekommen haben. Königin der Jagd, ganz oben im Norden. Ja. Die hat sich ja wirklich mit den Kryptiden auseinandergesetzt hat, sehr intensiv. So, nächster Eintrag hier. Entwurf Adoption. Gesucht, neues Zuhause für Katzen. Hallo.
sind sie ein erfahrener Katzenhalter, der in seinem Leben Platz für eine neue Samtpfote hat. Sie erreichen mich unter an alle Katzenliebhaber. Sucht jemand einen neuen vierbeinigen Freund? Nur die qualifiziertesten Kandidaten werden nur an seriöse Katzenhalter. Bitte melden Sie sich, wenn Sie... Ach, vergiss es. Ja, das waren wohl Aufzeichnungsversuche. Ja, genau, steht da auch Entwurf. Nächste Kategorie, Forschung privat. Privateigentum. Da aktualisiert sich auch unsere Quest. Sicherheitsphrase eingeben. CLMAEL. Oh, oh. Die Passphrase für Scotts Forschungsterminal herausfinden. Ja. So. Okay. Ruby. Marie. Marie. Könnte das vielleicht einer der Katzen... Na klar, das wird einer der Katzennamen sein. Das ist ganz klar. Marie. Dann kommen die... Ah ja. Marie könnte das sein. Gucken wir mal nochmal nach den Geburtstagsdokumenten. Und suchen uns mal Marie. Das könnte das sein. Marie, 17. November. Also 17.11. oder 11.17. Erst eher 11.17. nach amerikanischem Format wahrscheinlich. Probieren wir das mal. Er zeigt das. Er hat das auch vorausgewählt. Aha. 11. und jetzt die 17. Entsperrt. Wunderbar. Ha. Okay. Gut. Und die Quest hat sich abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Lee Scott Forschungsbericht. Über den Siebquatsch. Feldforschungsnotizen, Siebquatsch. Siebquatsch Feldforschung 1. Die Jungs und ich sind ein Stück Richtung Norden gefahren. Doch sollten Schafe verschwunden sein und Ray dachte, dass er Siebquatsch vielleicht Schafe frisst. Ich hielt das für eine dumme Idee und natürlich hat sich herausgestellt, dass sein Nachbar nachts die Schafe gestohlen hatte. Keine Hinweise auf den Siebquatsch. Feldforschung 2. Ein Mitglied aus Point Pleasant erwähnte bei einem Besuch, dass er dort draußen Spuren entdeckt hat. Angeblich hat er solche Spuren noch nie gesehen. Ich sagte ihm, dass er vielleicht unter dem Einfluss des Mottenmanns steht. Wir sind trotzdem hingefahren, haben unterwegs bei einer Molkerei Halt gemacht. Das war nicht schlecht, aber keine Spur vom Squatch. Keine Hinweise auf den Sheep-Squatch. Feldforschung 3. Ray hat seine Zeit verschwendet. Ich weiß, dass er mich nur mitgenommen hat, um mich zu beruhigen. Das kann er sich sonst wohin stecken. Scheiß auf Cal. Scheiß auf sie beide. Cal hält sich für so verdammt clever. Soll er doch hingehen, wo der Pfeffer wächst. Kein Siebsquatsch, kein Siebsquatsch, kein Siebsquatsch. Feldforschung 4. Bin auf der Rückfahrt von Mom. Dort vorbeigefahren. Ich wollte selbst sicher gehen, dass die jüngste Sichtung nicht echt war. Auch wenn Ray es anders sieht. Unwiderlegbar. Pah. Es war ein Albino-Reh. Oh, wie gruselig. Ich wünschte, Kell wäre da gewesen. Dann hätte ich ihm direkt ins Gesicht gelacht. Ha, 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 ha. Was für ein furchtbarer, gewaltiger Schiebsgurt. Versager. Fazit, es gibt keinen Schiebsgurt. Herr Arschloch. Pfann, Lusche. Aha. Geister und Gespenster. Geisterfeldforschung 1. Verlassenes Haus in Harpers Ferry. Das erste Mal, dass ich einem echten Phänomen nachgegangen bin. Interaktionen mit der Geisterwelt sind unbestreitbar. Es gibt Indizien. Wir haben ein altes General Atomics BS-7 Transistorradio mitgenommen, weil es sich laut Sean perfekt zur Kommunikation mit Geistern eignet. Und er hatte recht. Wir haben in dem Haus einige verrückte Sachen gehört, zum Beispiel immer wieder und das Wort Kirche. Sean meint, dass wir sowohl Signale der örtlichen religiösen Sender empfangen haben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe so ein Gefühl. Ich werde mir ein paar Karten ansehen und meine nächsten Schritte planen. Geisterfeldforschung 2. Kirche der Zuflucht. Ich bin Sean zum Trotz zur Kirche der Zuflucht rausgefahren. Dort war nicht zu finden, aber ich habe ein bisschen herumgefragt und wer hätte das gedacht? Es gibt noch eine andere, ältere Kirche, ein paar Meilen weiter östlich. Da sind wohl durch einen Erdfall mehrere Leute gestorben. Ich hab's doch gewusst. Typisch. Keiner hört auf den alten Scott. Morgen fahre ich dahin, wo diese versunkene Kirche sein soll. Okay, da hat sich auch die Quest aktualisiert. Finde die versunkene Kirche. Okay, gut. Finde die versunkene Kirche. Dann müssen wir da oben hin. Das ist natürlich praktisch bei Rally Clays Bunker. Dann gehen wir da mit einer Schnellreise am besten einfach mal hin. So.
So. Und da sind wir wohl auch an Rawley Clans Bunker. Ja, hier waren wir ja schon mal. Super. Und wir müssen jetzt wohl... Ja, dahin steigt noch der Questmarker hin. Sehr schön. Schön, dass das klappt. Gut. Was haben wir da? Haus? Irgendwas? Sind Fall ist... Ne, wir müssen da drüben sein. Ah, hier sind definitiv noch ein paar Gebäude. Okay. Gut. Und da haben wir tatsächlich eine Kirche. Hervorragend. Gut. Okay. Na, dann schauen wir uns mal die versunkene Kirche an beim nächsten Mal. Denn für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.